Ich begrüße Sie herzlich bei Alexander von Eich trifft. Bei mir zu Gast heute Evrim Baba. Sie gehören der Linkspartei an. Mhm. Meine Familie ist 1919 geflohen aus Ungarn. Oh. Vor dem Kommunismus geflohen. Mhm. Ja. Wir haben bei einem Oheim in Soltau, mhm, der dort ein großes Landstück besaß, mhm, Asyl gewährt bekommen. Mhm. Seither lebt unsere Familie dort. Mhm. Nun sind wir vor dem Kommunismus geflohen. Ja. Da können Sie sich ja ausmalen, dass wir uns nicht darüber freuen, dass Ihre Partei jetzt mit ihrer wunderschönen Kraft um mehr Stimmen buhlt. Was hat denn das jetzt mit Ungarn-Kommunismus zu tun? Also wir sind seit 2002 in Berlin an der Regierung mit der SPD. Und ich glaube, wenn Sie nach Berlin kommen, dann brauchen Sie nicht sich davor zu fürchten, dass irgendwann die Panzer einrollen aus Russland. Ja, weil wir Gottlob eine Verfassung haben. Ja. Weil wir unter Herr Hüte und beschütze mich ein freiheitliches Grundgesetz haben, das Ihrer Partei gar nicht erlaubt, so weit gehen zu dürfen, unsere Partei wie Sie agiert, gehen wollen. Nein, unsere Partei agiert auf der Grundlage des Grundgesetzes. Wie die NPD auch. Nein, um das Gottes Willen. Das tut die NPD auch. Nein, das tut die NPD nicht. Also, sonst wäre sie ja verboten. Ja, es ist leider gescheitert, aber ich bin auch nach wie vor für ein NPD-Verbot. Und ich bin für ein Linksparteiverbot aus denselben Gründen. Nein, was Sie da jetzt so einen Vergleich mit der NPD ziehen, finde ich nicht in Ordnung. Und, es sind beides extreme Parteien mit verfassungsfeindlichen Tendenzen. Und was sind denn die verfassungsfeindlichen Tendenzen der Linkspartei, bitte? Kündigungsschutz. Und das ist verfassungsfeindlich? Mindestlohn? Nee, also das ist mindestens genauso verfassungsfeindlich wie das, was die NPD fordert, weil es die Vorläufer. Nee, wenn das, was also Sie machen, wenn das weitergeht, wenn das, jetzt nicht, wenn das weitergeht, dann möchte ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Nein, ich möchte das Interview beenden, weil ich so... eine letzte Geschichte darf ich Ihnen erzählen. Nein. Also es muss doch möglich sein, dass ich eine andere Meinung habe als die der Linkspartei. Also wenn Sie das, die Linkspartei mit NPD vergleichen, nein, nicht inhaltlich, mit den Faschisten, nein, Kündigungsschutz als Grundgesetz, gegen Grundgesetz ist. Ja, es muss doch einem Unternehmen freigestellt sein. Ich zum Beispiel stelle bei mir ausschließlich Dann sind die Gewerkschaften Rumänische, alle verfassungsfeindlich oder was? Zumindest streifen Sie das Gebiet. Ich stelle bei mir, tut mir leid, eine Sekunde noch. Mich als unpolitisch. Ich stelle bei mir ausschließlich rumänische Frauen ein. Ja, danke schön für die Einladung, aber ich weiß ja. Aber Frau Baba, lassen Sie mich das doch nur kurz zu Ende erläutern. Aber Frau Baba, ich stelle bei mir ungarische Frauen ein. Ja, ist Ihnen und Rumänien belassen. So. Können Sie gerne machen. Wenn es nun einen Mindestlohn gäbe, dann müsste ich denen das Vierfache bezahlen. Dann kann ich einpacken. Ja. Dann kann ich meine Koffer packen. Und dann haben die Frauen, Sie können diese die Sie so in Schutz nehmen, ausbeuten. Dann haben diese Frauen gar nichts mehr zu arbeiten. Ja, was machen wir denn dann? Nein. Wir wollen, dass Menschen soziale Gerechtigkeit, dass Menschen, die für ihre Tätigkeit entlohnt werden. Also Warten Sie doch mal, denn Herr Voss, der hat in meiner Fabrik geschaut, die Frauen werden gut behandelt, Herr Voss, oder? Kann ja sein, gut behandelt, aber sie müssen dementsprechend entlohnt werden. Ich kann ihn nicht mehr kennen. Ich habe ein Schloss zu unterhalten. Wie sollen ich habe Personal. Ja, und wie sollen diese Menschen leben, die Kinder haben, die Familie haben? Sie haben sich nicht beklagt. Sie leben recht gut. Aber ich habe doch auch, Frau Baba, das müssen Sie doch einmal einsehen. Jetzt aufhören. Ich habe ein Schloss zu unterhalten mit Personal. Ja. Das Personal lebt auf 4 Etagen. Ich habe ein Gestüt mit 40 Hengsten. Ich möchte jetzt darüber nicht reden. Und 84 Schimmel. Das Interview abbrechen, weil das nichts bringt. Ich verstehe Sie nicht, Frau Baba. Ich habe doch nur eine Meinung vorgetragen. Ja gut, aber das sind doch meine Gedanken. Sie müssen doch damit umgehen können, wenn ich eine andere Meinung habe. Nein, Sie gehen nicht, Sie laufen weg. Nein, ich glaube, Sie laufen weg wie einer meiner Hengste neulich, als diese Rumänin also das Stalltor offen gelassen hat. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Also ich bin nicht Ihr Hengst. Nee. Das war ja nein, wenn, dann wären Sie eine wunderschöne Stute. Nee. Wenn ich den Vergleich weiter... Können Sie mir bitte das geben, was ich irgendwie unterschrieben habe? Sekunde noch. Das war ja auch der Grund, warum ich gerne mit Ihnen sprechen wollte. Ich finde, Sie sind die schönste Politikerin unseres Landes. Dankeschön, das ist sehr nett. Und ich hatte geträumt von Ihnen. Oh. Ich hatte geträumt, hoffentlich dass nicht wir... Hoffentlich kein Albträum. Nein, es war ein wunderschöner Traum. Wir hatten einen Rotwein getrunken. Wir hatten, wir hatten Kerzen angezündet. Dann haben wir gemeinsam ein wenig gesungen.
Dann haben wir die Pferde gefüttert. Und dann sind wir auf einem Schimmel in den Sonnenuntergang geritten. Sie und ich. Nee? Bevor ihr gleich anfangt zu kommentieren, guckt euch vorher nochmal das da an. Das ist nämlich auch sehr schön. Das ist was völlig anderes, aber auch echt gut. Und das ist Abonnement. Da schicken wir euch dann kostenpflichtig die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung jeden Mittwoch zu.